Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Heute haben wir mal wieder eine Glanzleistung von einem Antrag auf der Tagesordnung. Und damit ist ausdrücklich nicht der Inhalt gemeint, denn inhaltlich ist er vollkommen richtig und auch sinnvoll. In diesem gemeinsamen Antrag von SPÖ und ÖVP geht es nämlich um die Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien. Darin sind sinnvolle Maßnahmen zu finden, wie zum Beispiel, dass das Leben von Menschen mit Behinderung in all seinen Aspekten in den Medien sachlich und ausgewogen dargestellt werden soll. Oder dass die Anzahl der barrierefrei zugänglichen Sendungen des ORFs erhöht werden soll. Oder dass überhaupt die Eigenproduktionen von vornherein barrierefrei sein sollen. Oder ein weiteres Ziel ist zum Beispiel die Förderung von Filmen über und von Menschen mit Behinderung und vieles mehr. Inhaltlich, wie gesagt, alles begrüßenswerte Dinge, die natürlich unsere Unterstützung bekommen werden. Denn für die FPÖ war, ist und wird auch immer von großer Bedeutung sein, dass Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben in Würde führen können und voll und ganz auch Teil unserer Gesellschaft sein können. Und dazu gehört natürlich auch die Darstellung in den Medien. Ganz besonders, und mein Vorredner hat es erwähnt, im Hinblick auf einen vom Steuerzahler finanzierten öffentlich-rechtlichen Sender ORF. Das gehört natürlich selbstverständlich zu seiner Aufgabe. Aber kommen wir zurück zum Antrag. Warum ist dieser Antrag eine Glanzleistung? Ganz einfach, weil SPÖ und ÖVP nichts anderes tun, als sich mal wieder selbst einen Arbeitsauftrag zu geben. Das sind alles keine neuen Forderungen oder Maßnahmen. Nein, die gibt es alle schon sehr lange. Weil SPÖ und ÖVP fordern in diesem Antrag konkret die Umsetzung nämlich des Nationalen Aktionsplans Behinderung. Das ist die Strategie der österreichischen Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Und dieser Nationale Aktionsplan wurde bereits am 24.07.2012 vom Ministerrat beschlossen. Ich wiederhole, seit 2012 haben die Minister bereits beschlossen, all diese Maßnahmen umzusetzen und auch einen konkreten Plan zur Umsetzung dafür erstellt und entwickelt. Sehr geehrte Damen und Herren von der SPÖ und ÖVP, und da frage ich mich schon, warum Sie jetzt genau mit diesem Antrag daherkommen? Warum wurde denn das alles bis jetzt noch nicht umgesetzt? Jetzt gehen Sie daher und beauftragen Ihre eigenen Regierungsmitglieder, Ihre Parteifreunde, das umzusetzen, was der Ministerrat bereits vor 5 Jahren beschlossen hat. Erklären Sie mir das einmal bitte, was Sie genau eben mit diesem Antrag bezwecken wollen. Für mich gibt es genau nur 3 Möglichkeiten, 3 Erklärungen, die in Frage kommen. Weil entweder Sie versuchen jetzt heute in irgendeiner Form die Tagesordnung voll zu bekommen, was Ihnen anscheinend nicht gelungen ist, weil der zweite Tag wurde ja bekannterweise auch abgesagt. Nur als kleine Randnotiz, da wäre es vielleicht auch mal sinnvoll, wenn man ein paar Oppositionsanträge, die in den Ausschüssen liegen, einmal zulassen würde. Allein die FPÖ hat seit 2013 um die 370 Anträge in den Ausschüssen liegen, die von Ihnen schubladisiert werden seit Jahren. Oder, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, oder ist das Ganze vielleicht nach dem Kernschen Motto, Politik ist zu 95% Inszenierung, nur dazu da, um jetzt Beschäftigung vorzutäuschen, sozusagen kurz vor der Wahl noch ein paar Anträge für die Statistik im Sinne dessen, dass man sagen kann, die Regierungsparteien, die Abgeordneten haben auch Anträge gestellt. Vielleicht ist das auch der Grund. Oder ist es vielleicht doch tatsächlich jetzt am Ende der Legislaturperiode aufgefallen, dass Ihre eigenen Minister jahrelang geschlafen haben und untätig waren? Sehr geehrte Damen und Herren von der SPÖ und ÖVP, diese 3 Möglichkeiten gibt es. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass alles irgendwie zusammenspielt. Und eins ist klar, Sie wissen es, aber zugeben würden Sie es wahrscheinlich nie.